Moin und herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Das heutige Thema dreht sich im Fahrzeug, denn es geht um den Generator. Viele von euch kennen ihn auch unter dem Namen Lichtmaschine. Das ist ein Teil seiner Aufgaben. Zusätzlich versorgt er noch weitere Verbraucher, sowie lädt er auch die Starterbatterie. Wie funktioniert so ein Generator eigentlich? Ganz einfach erklärt, hier innen drin wird gearbeitet und die Information wird hier hinten drüber weitergegeben. Aber wir zeigen euch das einmal genauer. Hier könnt ihr es sehen, hier außen ist der Stator und hier innen drin ist der Läufer. Die beiden zusammen erzeugen eine Induktionsspannung, die hier hinten über den Regler, die Ausgangsspannung wird darüber dann geregelt. So wie die Spannung wird über die beiden Anschlüsse weitergegeben. Über den Motor wird der Generator angetrieben. Hier innen drin sieht man schon den Lüfter, ja, weil die erzeugt eine gewisse Wärme natürlich, der Generator. Hier ist er innenliegend, bei diesem Beispiel ist der Lüfter außen. Wie unterscheiden sich die Generatoren? Einmal unterscheiden sich in der Bauform, wie man erkennen kann, aber sie unterscheiden sich auch in den Nennstrom. Das heißt, dieser kleine, der hat nur 30 und bei diesem reden wir von 140, weil er mehrere Verbraucher hat. Da ist zum Beispiel ganz wichtig, bei dieser Variante, die gibt es mit der gleichen Bauform, aber mit unterschiedlichem Nennstrom. Daher müsst ihr darauf achten, dass ihr den richtigen Generator auswählt. Das heißt, hier ist meistens wir haben hier einen Aufkleber drauf, wo die 24 Volt und 140 Ampere vorgegeben sind. Die 24 Volt ist für den LKW-Bereich, haben Ladestrom dann bei 28. Im PKW-Bereich reden wir von 12 Volt bzw. Ladespannung bei 14 Volt. Neben dem Nennstrom gibt es auch Unterschiede bei den Riemenscheiben. Diese Riemenscheibe hier ist auf einer konischen Welle verschraubt. Hier gibt es nochmal eine extra Riemenscheibe, die ist mit Freilauf. Diese dreht sich in eine Richtung, dreht sie sich mit, in eine Richtung dreht sie sich frei. Diese verhindert eine schlagartige Belastung des Generators. Hier haben wir nochmal eine weitere Riemenscheibe, hier sieht man schon, hier ist eine Nut drinne, hier erkennt man die Feder. Das heißt, diese Riemenscheibe ist zentriert mit dieser Feder auf der Riemenscheibe und ist dadurch befestigt und kann dadurch das Verdrehen verhindern, dass die Riemenscheibe durchdreht. Hier haben wir nochmal eine Information für euch an dem Generator zu verschiedensten Drehmomenten und für den Einbau. Wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt oder zu Riemenscheiben, wendet euch an unseren Helpdesk. Wenn die Ladekontrolle euch über laufenden Motor angeht, überprüft hier einmal die Ladespannung an der Batterie. Wenn die dort nicht in Ordnung ist, überprüft die Ladespannung direkt am Generator. Wenn dort die gewünschte Ladespannung nicht anliegt, kann es sein, dass der Generator defekt ist oder eventuell der Regler verschlissen ist. Hier haben wir einmal einen neuen Regler. Hier seht ihr, sind ganz rausgefahren, die Kohlebösen. Wenn sie verschlissen sind, sind sie hier hin und können nicht die gewünschte Information weitergeben. Daher verbaut erst einen neuen Regler, beziehungsweise ihr könnt es schon erkennen beim Ausbau, ob die verschlissen sind und könnt euch Kosten und Mühen sparen. Wenn ihr bei laufendem Motor Geräusche hört, kann es ebenfalls am Generator liegen. Daher bei stehendem Motor mal den Riementrieb abbauen und den Generator durchdrehen lassen. Wenn ihr dort Geräusche hört, haben wir neben den elektronischen auch mechanische Reparatursätze, wie zum Beispiel hier ein Lager oder auch verschiedene Kohlebürsten sowie Gleitrichter. Diese und andere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.